Hey Leute, ich fühle mich mies. Ich habe gerade jede Menge Valentinos abgeknallt. Okay, die haben es verdient, aber es ist schlimm. Ich habe irgendwie Leben genommen und ich glaube, dass ich dafür in die Hölle wandere. Aber zum Glück bin ich ja in Haywood und dort gibt es die Möglichkeit, dass ich mich von meinen Sünden freikaufen kann. Wusstet ihr, dass es diese Beichtstationen gibt? Dort kann ich für nur 6 Eddies beichten und ich bekomme meine Absolution. Und das mache ich jetzt. Ja, ich werde natürlich nicht vergessen, meine Buße zu tun. Also, Buße. Jetzt kann es ja weitergehen. Jetzt wird mir natürlich klar, warum Leute hier so gerne leveln. Weil ich kann mich ja sofort von meinen Sünden freikaufen. Und das für läppische 6 Eddies. Leute, das ist ja quasi geschenkt. Insofern auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich war echt überrascht, als ich diese Terminals gesehen habe. Die gibt es aber wirklich nur in diesem Gebiet hier. Und ich finde die auf jeden Fall ziemlich genial, aber auch ein bisschen kurios. Naja, so wie es halt sein soll. Vielleicht sagt euch diese Location bereits etwas, denn hier gab es eine Nebenmission. Ich will nicht spoilern, deshalb sage ich nichts dazu, aber wir hatten hier etwas zu tun. Aber wir hatten eher in diesem Teil des Motels zu tun und weniger in diesem separaten Bereich. Ja, und dort müssen wir jetzt einfach mal hin und schauen, denn dort gibt es etwas ganz Spezielles und ziemlich Kurioses zu finden. Ich mache aber vorher mal die Karte auf, damit ihr genau wisst, wo das Ding ist. Das ist nämlich hier in der Nähe vom Schnellreisepunkt Martin Street und das ist hier in Northside Watson. Ja, also so, dass ihr Bescheid wisst. Und dann schaut ihr euch einmal dieses Zimmer hier an und zwar mit der Zimmernummer 1242 und hier sehen wir, dass wir für die Tür eine Autorisierung benötigen oder gewaltsam öffnen mit 20 Konstitutionen. Ja, und ich würde mal fast sagen, zu dem Zeitpunkt, an dem wir hier ankommen, haben die meisten diese 20 nicht und vergessen das womöglich auch, dass hier diese Tür noch war, wenn sie überhaupt gesehen haben. So, aber wir schauen jetzt mal rein und gucken uns die Situation mal an. Zu deiner eigenen Sicherheit Ruhe bewahren. Wie wir sehen, sitzen hier zwei Roboter, die rauchen und spielen Karten. Einfach so für sich. In der ganzen Bude gibt es auch keinen Splitter oder sowas, der das Ganze so ein bisschen erklärt, sondern die Szene steht einfach für sich und die hat hundertprozentig etwas zu bedeuten. Ich bin aber nicht so recht sicher, was das bedeuten soll. Das sind Militech-Roboter. Die rauchen, spielen Karten, ja, und sagen auch nichts mehr. Doch, die gucken ein bisschen irritiert, weil ich denen in die Karten schaue. Was hat er denn da? Sieht man nicht so richtig. Das sind irgendwelche Leute, ne? Schaut mal die Karten an, die muss man sich mal genauer angucken. Komplett seltsam. Auf jeden Fall sitzen die hier, ja, und spielen ihre Karten. Und ich finde, das ist echt kurios und seltsam, dass die hier so sitzen. Aber Leute, wenn ihr glaubt, das ist das einzige Merkwürdige in Night City, dann begleitet mich mal weiter. Hier sind wir bei einem weiteren Hotel und zwar diesmal beim Dew Drop Inn. Und das befindet sich in Arroyo. Ich mache mal eben die Karte wieder an. Hier sind wir und zwar in der Nähe von MLK Brandon. Und das ist, wie gesagt, in Santo Domingo Arroyo. Ja, und wir gehen da jetzt mal rein. Ihr müsst da auch im Verlauf einer Mission hin. Das heißt, ihr kommt nicht einfach so rein, außer die Tür steht so offen, wie sie jetzt hier offen steht. Wenn sie nicht offen steht, dann könnt ihr mit der hier reden, um ein Zimmer zu buchen. Aber wir nutzen die Gelegenheit. So, dann laufen wir den ganzen Gang hier mal entlang. Gehen hier die Treppe hoch. Nochmal. Ja, und dann haben wir dieses Zimmer hier,
Zimmer 202. Und das hat nichts mit der Mission zu tun, die ihr hier habt. Also ich spoilere überhaupt gar nichts. Aber sie kann man auch nur mit 20 Konstitutionen gewaltsam öffnen. Und das werden wir jetzt ebenfalls mal machen. Zu deiner eigenen Sicherheit, Ruhe bewahren. Ja. Und hier haben wir ein sehr absurdes Bild. Wir sehen schon wieder die Roboter. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselben sein sollen oder ob es hier eine ganze Kompanie von Robotern gibt, die sich in ihrer Freizeit mit Dingen beschäftigen, die normalerweise irgendwie doch nur Menschen machen. Und die hier zumindest, die spielen keine Karten, sondern der eine Roboter zieht sich ein Bier rein, während der andere Roboter, sagen wir mal, ja, tanzt für den. Und zwar in einer sehr besonderen Art und Weise. Und auch hier sagen die nichts. Ich springe mal hier aufs Bett. Sagen die nichts, tun die nichts, reagieren nicht. Sondern es ist einfach so die Situation, wie sie nun mal ist. Und es gibt hier auch keinerlei Splitter oder sonst irgendwas, was uns helfen würde, vielleicht die Sache ein bisschen besser zu verstehen. Es könnte und es wird wahrscheinlich auch irgendein Easter Egg sein. Ich habe ja schon auf hier, wie hieß der Film, Chippy oder so, getippt. Kann natürlich alles sein, aber ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr, was hiermit gemeint ist mit dieser Szenerie. Und könnt es mir verklickern in die Kommentare dann bitte. Okay Leute, weiter geht's. Hier kommen wir nun zu einer weiteren Location, die ziemlich kurios, ja und auch ein bisschen unheimlich ist, denn wir befinden uns hier an einem, ja wie soll ich das nennen, Wasserloch und hier liegen jede Menge Puppen drin und das ist schon sehr seltsam, sehr komisch. Hier haben wir so Riesenscheinwerfer, einmal weißes Licht, einmal rotes Licht. Ich gehe mal hier runter. Scannen kann man die nicht. Und das sind auch keine Menschen. Das sind Puppen, sind das. Und die liegen hier einfach so in diesem, ich weiß nicht, was das sein soll, Schlamm oder so, rum. Und geben ein sehr, sehr seltsames Bild ab. Wie sie da rumliegen. Ja, und dann gucken wir mal, was sehen wir denn noch hier? Hier ist eine Kamera, die das Ganze aufzunehmen scheint, beziehungsweise nicht jetzt, sondern dafür war sie vorgesehen. Und es sieht alles so ein bisschen, wenn wir uns das so anschauen, nach einem Filmset aus. Und hier sind auch so Koffer, da findet man einige Sachen drin. Hier den Polizeihelm mit Schrapnellschutzvisier, den kriegt man, glaube ich, hier bis zu selten hochgerollt. Hier noch ein Fertigkeitssplitter. Aber eben auch ein Splitter mit Informationen. Und da steht an die Darsteller und Crew von Hell Lake 3. Und den nehmen wir uns direkt mal und lesen den. In tiefer Trauer gebe ich bekannt, dass 24 Frames per Second Studios seinen Betrieb mit sofortiger Wirkung vollständig einstellt. Grund für diese schwierige Entscheidung ist der Rückzug eines unserer größten Sponsoren, Constitutional Arms. Sämtliche Lohnzahlungen werden aufgrund unserer finanziellen Insolvenz bis auf weiteres ausgesetzt. Hits wie You Whisper, I Scream, Corpse Mountain 1 und 2, Reservations for Revenge und Hell Lake 1 und 2 haben uns berühmt gemacht. Aufgrund der aktuellen Umstände sind wir leider auch gezwungen, die Dreharbeiten zur heiß ersehnten Fortsetzung Hell Lake 3 zu unterbrechen. Sämtliches Eigentum von 24 FPS wie Filmequipment, Kulissen etc. muss am Drehort verbleiben. Sofern möglich werde ich einen Abtransport arrangieren. Zuletzt noch eine Bitte an euch alle. Haltet den Kopf hoch und bleibt so fantastisch und kreativ. Wir schaffen das, Freunde. Kevin Fraser, CEO 24 Frames per Second. Wir sehen hier auf jeden Fall ein Filmset und das ist auf jeden Fall sehr cool. Aber eben auch sehr unheimlich, die ganze Szenerie hier. Es gibt auch noch zwei Wohnwagen, aber in diesen Wohnwagen kommen wir nicht rein. Der ist völlig zu. Und in den anderen Wohnwagen
Können wir auf jeden Fall rein, aber da findet man jetzt nichts weiter an Hinweisen. Paar Poster. Auch kein Loot oder so. Aber dafür gibt es ja da vorne einiges zu holen. Einiges zu schnappen, würde ich mal sagen. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Szene hier aufgebaut. Da möchte man auf jeden Fall keine Puppe sein und schon gar kein Darsteller. Aber letztendlich sind die Darsteller ja wohl in ewiger Pause. Das soll es für dieses Mal gewesen sein. Kennt ihr andere Orte, die kurios, vielleicht unheimlich oder einfach nur schön sind? Dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde immer mal wieder ein Video dazu machen und solche Locations besuchen, die auf jeden Fall in irgendeiner Weise merkwürdig sind und sich lohnen, sich diese genauer anzuschauen. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Gern auch ein Abo für den Kanal, das freut mich immer riesig. Und ihr bekommt dafür natürlich jede Menge Cyberpunk-Stuff. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.